Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Und wir machen weiter, nachdem wir Sephoras Dojo-Klamotten gerettet haben. Hast du etwa alle Teile meiner Dojo-Klamotten alleine zurückgeholt? So sieht's aus. Danke, gut gemacht. Du hast die erste Prüfung mit Bravour gemeistert. Ich glaube, du bist seit Delion der erste Schüler, der alle drei fantastisch flinken Fleckmon im Alleingang bezwungen hat. Ich habe die Fleckmon zwar auch eingeholt, konnte aber leider keines von ihnen besiegen. Ach, Schlamm drüber. Sagen wir einfach, die Prüfung geht für jeden erst bestanden, der ein Fleckmon eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil ich so eine Glanzleistung hingelegt habe. So habt ihr alle die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großzügig. Mann, ich habe trotzdem nicht bestanden, auf ganzer Linie versagt. Ach ja, wo wir gerade beim Thema sind. Enya. Was ist eigentlich mit den zwei Rackern? Gut, dass du daran gedacht hast. Shigi, dieser Samen kommt mal her. Oha! Zum First-Gen-Pokémon. Stoddert. Kann ich mir jetzt eins aussuchen, oder was? Shigi und dieser Samen hier wurden von uns allen großgezogen. Es sieht ganz danach aus, dass dein Können ihr Interesse geweckt hat. Blumen für deine bestandene Prüfung darfst du dir eins von ihnen aussuchen. What? Sie können eine Giga-Dynamaximierung durchführen, sobald sie die letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Shigi oder Bisasam? Wow. Uff. Ugh. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Shigi. Du entscheidest dich also für Shigi, den Experten mit Umgang mit Wasserattacken. Yes. Ja, toll, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir vorher nicht ein neues Team gesucht. Mein Gott. Sollen wir jetzt Grebo-Tag mit Shigi ersetzen? Hm. Ja, aber ich meine, die First Starter, die kennt man ja eigentlich alle. Das ist ja auch langweilig, eigentlich. Das sind ja Pokémon, die sieht man ja immer wieder. Das kleine Shigi scheint sich sehr darüber zu freuen, dass du das ausgewählt hast und in meine Box geschickt und nie wieder benutzt wird. Vergiss nicht, dass diese beiden Racker in ihrer letzten Entwicklungsstufe eine Giga-Dynamaximierung durchführen können. Also trainiert ein neues Teammitglied fleißig. Das Dynamax-Phänomen, das große Mysterium, das die Pokémon von Galar umgibt. Es beeinflusst nicht nur die Größe der Pokémon, sondern verändert auch die Attacken, die sie einsetzen können. Dann gibt es da noch die Giga-Dynamaximierung, eine besondere Form der Dynamaximierung. Apropos Giga-Dynamaximierung, dazu hegen wir Master Dojo ein kleines Geheimnis. Ich rede von unserer Dina-Suppe. Ein Löffel davon kann gigantisches Potenzial entfesseln. So eine schöne Dina-Suppe, randvoll mit Dina-Pilzen. Und somit kommen wir auch schon zur zweiten Prüfung einer Pilzsuche. Aber ihr sollt nicht irgendwelche Pilze suchen, sondern drei stolze Dina-Pilze, denn die fungieren als Schlüssel zur Giga-Dynamaximierung. Dina-Pilze könnt ihr an ihrer roten Färbung und ihrem Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend an dunklen, feuchten Orten. Alle Klarheiten beseitigt, dann kann die Prüfung ja losgehen. Rot an dunklen, feuchten Orten. Und Bisasam brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich werde mich weiterhin gut um es kümmern. Gemeinsam werden wir so stark, dass wir uns vor dir und Shigi nicht verstecken müssen. Wenn das Pokémon neue Attacken lernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wundervoll. Wenn du deinem hilfsbereiten Mitschläger Rüstungserz gibst, bringt er deinen Pokémon im Gegenzug neue Attacken bei. Sei nicht schüchtern, lass dir von ihm helfen. Wow. Das könnten wir gleich mal benutzen, aber nicht für dieses Shigi. Was hat er denn so? What? Wolverock kann nicht Meteorstrahler lernen, obwohl es ein Gestein-Pokémon eine Gesteinattacke ist. Wow. Fast nichts kann ich überhaupt erlernen mit den Pokémon. Cringe. So, dann heilen wir mal unsere Pokémon. Ich würde sagen, dann reden wir nochmal mit dem Sohnemann. Weil der hat doch irgendwie Watt für seinen Roboter da gebraucht.
Und hat sich meine EP-Pin bisher schon als nützlich erwiesen? Ach, deswegen kriege ich so viel EP. True. Yes. Das ist das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können. Kein Wunder, sie ist mit ziemlicher Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie den Urgelmator. Der Urgelmator wird unsere Vorstellung des Recyclings revolutionieren. Es gibt da nur ein Problem, mir ist leider der Strom ausgegangen. Ich bräuchte einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können, aber Mom will mir von ihrem Watt partout nichts abgeben. 500 Watt ist alles, was ich brauche, dann könnte ich den Urgelmator sofort in Betrieb nehmen. 500 Watt geben. Was, du willst mir wirklich 500 Watt abgeben? Um 500 Watt zusammen müsste ich normalerweise ziemlich viel Zeit draußen verbringen. Ja, für dich, wie noch gleich der Name Spielstelle, für dich scheint das ja kein Problem darzustellen, wie. Dann wollen wir deine Watt mal in den Urgelmator einspeisen. Volle Energie. Perfekt. Wenn du vier Items, die du nicht mehr brauchst, in den Urgelmator gibst, erschafft er daraus ein neues Item. Du kannst es zum Beispiel mit vier Exemplaren der Aprikokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt dabei ein total seltener Pokéball raus. Und weil du so nett warst, deine Watt in meinen Urgelmator zu investieren, darfst du ihn sogar umsonst benutzen. Ich kann da Beeren rausschmeißen und dann kriege ich... Und dann kriege ich einen Pokéball. Lol. Alter, ich habe Drachenklaue zurückbekommen, die wir letztes Mal benutzt haben. Cool. Das ist ja mega geil. Da lohnt es sich ja ultra krank Bären zu sammeln, die ja eh eigentlich, sag ich mal, nicht sonderlich wertvoll sind. Warte kurz. Ich, Dumbatz, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel ja noch gar nicht auskennst. Daher weißt du sicher nicht so recht, wo du mit der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeig dir beim kleinen Spaziergang mal die Gegend. Oh Gott, alte Menschen und Spaziergänge, das kann ein paar Tage dauern. Was ein schöner Tag zum Flanieren. Also normalerweise wachsen hier im Fokusforst Unmengen an Dünapilzen. Aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffel durchgefegt und hat alles der gefressen. Im Aufwärmtunnel könnten aber noch Dünapilze stehen, du findest ihn außerhalb des Forstes. Auf der Fleißebene. Man verläuft sich leicht in diesem Wirrwarr aus Bäumen, also passt gut auf dich auf. Dann mal viel Spaß bei deiner Pilzsuche. Tschö mit Öl. Und ciao mit Au. Immerhin hat er uns hierher teleportiert. Das ist so ein Schatzsucher. Watt gegen Schätze. Mrs. Buddle, vielleicht hast du schon meinen Partner Mr. Buddle getroffen. Mein Lieblingsschaufel ist sozusagen mein treuer Buddelkumpel. Ohne sie gehe ich gar nicht aus dem Haus, denn Buddeln ist meine große Leidenschaft. Sich durch den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, was einen erwartet. Der reinste Nervenkitzel. Um unsere Begegnung auch gebührend zu würdigen, habe ich nicht übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber warte kurz, bevor du auf diesem Schatz sofort weggrenzt. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden, oder du investierst es und lässt mich dafür nach weiterem Erz buddeln. Falls beim Buddeln allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst müsste ich deinen Spielstand speichern, aber wenn du auf der Suche nach Nervenkitzel bist, stehe ich dir zu Diensten. Was meinst du? Yes. Keine Ahnung, warum man da immer Spiel speichern muss. Buddeln birgt immer ein gewisses Risiko, aber oft sieht man im Leben nur ein anderes Licht. Am Ende des Tunnels, wo man etwas riskiert. Dann ran an die Schaufel. Ich hatte halt gar keine Wahl, ich konnte gar nicht Nein sagen. Oh nein, ich bin auf einen ziemlich harten Stein gestoßen, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Damit ist dein ganzes Rüstungserz leider verloren gegangen. Aber so ist es eben manchmal im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Lass ihn hier unterkriegen, bis zum nächsten Mal. Wow. Ich glaube, ich wurde gerade gescammt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich wurde gerade gescammt. Pikachu! It actually said it. Sehr viele Gen 1 Pokémon auf der Insel.
gut, weil wir haben Akku. Jetzt steigt unser Angriff. Oh, Akku wurde aufgebraucht? Ach, das hat nur ein einziges Mal funktioniert. Das ist ja Trash. Oh no. Wait, das ist ja mega Trash. Das heißt, Shadrago hat jetzt wieder kein Item mehr. Oder einmal pro Kampf. Nö, ist echt... What? Das ist ja kompletter Müll. What? Uff. Dann geben wir ihm den Toxic-Stein. Ne, den Giftstein. Oder wo war das gerade? Hier. Na, es geht nur bei Gift-Pokémon. Oh Mann, das ist der Trash. Außerdem merke ich gerade, dass das gar nicht mehr sortiert ist. Keine Ahnung, ob das überhaupt Spezialangriffe hat, aber machen wir einfach mal das. Servus. Achso, die sucht auch nach Dienerpilzen. Ein Tangela. Das ist das einzige Pokémon aus Gen 1, das mir in Pokémon Go noch fehlt. Ist bis heute nicht gefangen. Auch wenn ich schon lange kein Pokémon Go mehr spiele, aber den originalen Dex habe ich nicht voll bekommen. Mir hat immer Tangela gefehlt. Von Tag 1. No. Was ist das? Kennt man nicht auf den ersten Blick. Das ist so eine komische Weiterentwicklung von Tangela, I guess. Na, meiner, fangen wir es halt. Oder wir probieren es zumindest. Mal gucken, ob es überlebt. Ja, moin. Spaßkanone. Genauigkeit, Angriff. What? Das hat ja gar keinen Damage gemacht. Also jetzt wird's halt safe sterben. Heil dich. Genau, heil dich noch mehr. Alter, wie krank ist bitte paralysiert? Ach, jetzt wird einfach jeder geheilt wegen dem... What? What is happening? Was geht ab? Warum ist Tangela so stark? Probieren wir es einfach mal.
Also ich weiß ja nicht, ob ich der Einzige bin, aber es nervt ganz schön. Probieren wir mal Kraftkoloss, so dass ich sterbe. Also wenn's das überlebt, dann what the hell. Oh mein Gott, was? Okay, vielleicht ist Shadrago einfach nur ein sauschwaches Pokémon. What the hell is going on? Ich glaube einfach Hyperbälle schmeißen ist das Klügste, sonst dauert der Kampf 100 Jahre und wir kommen sowieso zu nichts. Tja, da hatte ich wohl recht gehabt. Aber echt krank viele Gen 1 und Gen 2 Pokémon auf der Insel, ne? Also vor allem Gen 1 eigentlich, ist krank. Pummeluff, Chanera, Tangela, Pikachu. Das sind nur die, die wir bis jetzt gesehen haben. Noch ein Tangela. Ah, das ist das Ding, was sie gegen uns benutzt hat, ne? Ich glaube, sie hatte sie die Weiterentwicklung? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, Shadrago hat auf jeden Fall einen verdammt schlechten Initiativwert, weil es ist nie als erstes dran. Was schon mal sehr schlecht ist. Und das ist Dude. Dude. Wait, what? Gucken, ob es jetzt ein Knirscher überlebt. Naja, okay, es macht wieder Risikotackle. Dann kannst du es ja gar nicht überleben. Genau das gleiche wie zuvor. Mir fällt auch gerade auf, wir machen überhaupt nicht das, was wir eigentlich machen sollten. Unsere eigentliche Mission war, diese Pilze sammeln gehen. Na, vielleicht können wir zumindest noch die Höhle suchen heute. Oder finden, besser gesagt. Okay. No, 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 no. Da war noch ein Item. Was ist denn eigentlich mit dem Dude hier? Was macht der? Der sucht auch einfach nur nach den Pilzen wahrscheinlich. Da ist noch ein Item. Pikachu. Easy. Du sagst es. Diesmal probieren wir es mit Knirscher. Ja, Pikachu hat sehr wenig Lebenspunkte. Mal gucken. Yep. Ach, ich hab schon Pikachu. Never mind, ich hab schon Pikachu. Lol, ist mir vorher nicht mal aufgefallen. Oh, siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht? Wir haben Pikachu schon gefangen, damn. Daran kann ich mich legit nicht erinnern, sorry. Also, kann ich echt nicht. Rip. Ups. Das muss dann aber. Ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, das war da. Ach, wir haben ja sogar Raichu. Wir haben doch sogar einen Raichu gehabt am Anfang, ja. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Oh Gott. Das ist schon echt lange her, muss man sagen. Knapp 2 Monate her. Seit wir Raichu benutzt haben. Bis Folge 20 vielleicht. Jetzt sind wir bei, keine Ahnung, Folge 70 irgendwas. Oh, Superzahn ist schlecht. Halbiert die KP. Also ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her, ja. Das ist schon ein Weilchen her. Ach, der Volltreffer hätte auch gleich kommen können, Brother. Brother. Jetzt ist Chanera Level 61. Oh, Chanera entwickelt sich ohne irgendwas. Noch besser. Hytera, Baby.
Nee, Hytyra heißt es, ne? Hytyra, genau. Ja. Yeah. Das ist nicht mal ein Feen-Pokémon. Warum wollte ich gerade... War hier noch irgendwas? Den haben wir, glaube ich, auch schon in Tarnpignon. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Nope, haben wir nicht. Tot. Ja, bei First-Entwicklungen ist es echt schwierig, die nicht zu killen. Da funktioniert eigentlich wirklich nur der Flottball. Flotti Karotti. Servus. Es fällt auf, wenn ich Tarnpignon anstelle von Dienerpilzen mitbringe. Ja. Ja. Ja, das wird auffallen. Oh, was ist das denn? Ah, da geht's hoch zu diesem Turm. Ein Miltank und ein Tauros. Ja, moin. Gen 2 Pokémon right here. Tot wahrscheinlich, ja. Krebutak. Oh oh, ist auch sehr effektiv. Rückblick, denke ich, eine schlechte Entscheidung, Krebutak auszuwählen. Biancas Miltank, einer der stärksten Arenaleiter in Second Gen. Fangen wir noch das Tauros. Wow. That hurt, man. Probieren wir es gleich wieder zu fangen, aber... was? Nope. RIP Krebutak. Nehmen wir Wolverock. Alter, wie viel KP hat Hytyra? 386? What the hell? Oh, ein Tiefschlag. Ich hoffe, das geht es nicht. Passt. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich verwirrt man sich bei Fuchtler irgendwann. Nice. Noch ein Gen 2 Pokémon in our pocket. Alright. Ich weiß nicht, ob das die Höhle ist, weil der hat uns den anderen Eingang gezeigt. Ich weiß nicht, ob wir das Vieh schon gefangen haben. Der hat uns nämlich den anderen Eingang gezeigt. Das ist die Frage, ob das dann die gleiche Höhle ist. I don't know. 386 KP, ja moin. Tja. Risiko-Tackle, maybe? Safe tot. What? No, man. Das hat überhaupt keinen Damage gemacht. Wow. Egal, probieren wir es einfach mit dem Überbeißen und First-Entwicklungsvieh. Vielleicht bleibt es ja dran. Nice.
Alright. Tja. Was ich aber trotzdem ganz gerne machen würde, wäre zumindest oben. Wow. Uns einen Flugpunkt setzen. Dass wir dann wieder hinfliegen können, chillig. Das wäre cool. Lol, hier läuft einfach ein Wolverock rum. Oder Wolverock. Don't know, wie man es ausspricht. Physische Attacken werden verstärkt. Ich glaube, es wäre legit besser für Shardrago als das, was es jetzt aktuell trägt. Aber es hat einige physische Attacken. Drachenklaue ist auf jeden Fall eine. Liegen hier wieder zwei Items? Yeah, baby! Next Strike. Das hat irgend so ein Typ mal bei einem Dynamax Raid gemacht. Starke Schmerzen, kann deswegen zwei Runden lang keine Lärmattacken mehr einsetzen. Was sind denn Lärmattacken? Da können wir wahrscheinlich immer noch nichts rein, oder? Dieser Turm des Unlichts, deshalb ist noch nicht würdig, dich seine Herausforderungen zu stellen. Ich muss dich daher bitten zu gehen. Ich alter Loser. Aber das kommt bestimmt noch. Wow, hier gibt es mehr Höhlen, als ich dachte. Aber das sind wahrscheinlich nur die beiden Eingänge von der gleichen Höhle. Ein- und Ausgang. Ja, ich würde sagen, wir machen nächste Woche weiter. Bis dahin. Thanks for watching. Lasst ein Like, Kommentar und ein Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Ciao, ciao.